Es ist einfach unglaublich heiß, es ist nicht ertragbar, aber es ist so lauwarm, es ist unglaublich. Weil es auf der Regenparade logischerweise 5 bis 7 Grad mehr hat als in einem durchschnittlichen thermischen Epizentrum, das ist ganz klar. Sprich, Eisenstadt keine Parade, 27 Grad. Wien, heiße Typen, 37 Grad. Das ist ja physikalisch ganz logisch. So, die Vorstellung ist einfach heiß. Wien ist heiß, der Regenbogenparade ist heiß, es ist alles heiß. Und geil. Wir sind warm. Danke. Und ich habe jetzt was ganz Besonderes vorbereitet, aber keine Angst, obwohl es jetzt gleich ordentlich spritzen wird, es ist nichts Unanständiges. Gestylt, frisiert und angezogen. Denn ich habe jetzt ein ganz wichtiges Rendezvous. Die herrlichen Damen erwarten mich. Und wer die sind, muss ich Ihnen ja vielleicht nicht vorstellen. Wenn ja, dann haben wir jetzt einen Film für Sie vorbereitet. Je suis belle. Sexy Chic, der Name fürs neue Showprogramm bei den herrlichen Damen. Der Start für 2010 fand im Wiener Forumkino statt, danach ging es auf Österreich-Tournee. Dina Morell, die künstlerische Leiterin, wollte dieses Jahr eine besonders moderne Show verwirklichen. Wir haben ja viele Jahre versucht und es, glaube ich, jetzt endlich geschafft, die Travestie zu vermodernisieren. Weil früher hat es gegeben Größen wie Nana Mouskouri oder Mireille Mathieu oder Marlene Dietrich. Das waren dann immer namenshafte Größen, die in einer Show vorkommen mussten. Wir haben eine sehr moderne Show gemacht und wollen eigentlich auch den Leuten zeigen, dass Travestie nicht nur dem alten Genre gilt, sondern auch, dass es modern ist. Auch Manager Bobby Blue ist auf sein Team stolz. Sein persönlicher Zugang zu der Kunst der Verwandlung? Travestie ist die Kunst der Verwandlung. Travestie-Show soll ein bisschen die Leute verzaubern. Mein persönlicher Zugang zu dieser Form der Kunst ist, ich wollte die Leute ein bisschen aus dem Alltag herausholen. Den Menschen die Möglichkeit geben, einmal für 2 Stunden den Stress, die Trauer, den Druck, die ständige zeitliche Herausforderung, die man im Leben hat, einfach die Leute abholen, herausholen, die Leute zum Lachen bringen, vielleicht zum Weinen, zum Staunen vor allem und ein bisschen verzaubern. Das Interesse an Travestie-Shows ist nach wie vor ungebrochen. Und egal, wo die Revue hinkommt, es gibt ausverkaufte Häuser. Natürlich ist das das Schönste, wenn das Publikum, der Zuseher, zu einem persönlich kommt und sagt, die Show hat mir gut gefallen. Ihr seid grandios, ihr seid spitze. Das hört man natürlich sehr gern, weil es eine Belohnung für die harte Arbeit ist. Kurz vor Showbeginn ist die Stimmung angespannt. Travestiekünstler sind Perfektionisten. Alles muss passen und es ist eine wahre Kostüm- und Materialschlacht. An die 20 Mal muss umgezogen und umgestylt werden. Meistens ist dafür während der Show nur wenig Zeit. Wenn nicht alles genau vorbereitet ist und an seinem Platz liegt, kann das den Programmablauf gefährden. Tina Morell hat die Shows bisher alle selbst kreiert. Auch heuer war sie der kreative Vordenker der Gruppe. Dadurch, dass wir heuer Bilder gesetzt haben, hat in jedes Bild eine Geschichte. Sei es, ob es jetzt der Asia-Block ist, sei es, ob es der Dschungelblock ist, sei es, ob es die Modeschau ist oder ob es die Nonnengeschichte ist. Es hat jeder Block, der gebracht wird, hat dazu auch eine Handlung. Zum Beispiel erfährt er auch, wie sexy echte Schwestern sein können. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu. Ne
Die Kunst der Verwandlung ist eine Leidenschaft. Sonst würde man diese knochenharte Arbeit auch nicht schaffen. Ich mache das, weil ich in Rollen schlüpfen kann und damit eigentlich eine sehr breite Facettenbandbreite habe, mich zu verwirklichen. Es ist nicht selten, dass Gäste sogar bis zu dreimal oder öfter in die Show kommen. Auch das ist dann eine Form von Leidenschaft. Ist schon mal in einer Travestie-Show gewesen? In mehreren schon. Warum? Es ist interessant, ich habe die herrlichen Damen mittlerweile schon öfters gesehen jetzt. Ich habe 3 Shows von ihnen gesehen. Es ist jetzt mal wieder spannend und interessant. Es ist immer was Neues dabei. Es macht Spaß einfach. Jedes Mal wieder Erlebnis. Voller Fan? Ja, auf alle Fälle. Kommt es auch vor, dass sich jemand verliebt in euch? Verlieben? Ja, ist schon passiert, aber das kommt nicht direkt nach der Vorstellung, sondern das geht danach via E-Mail zum Beispiel in diese Richtung. Ja. Ist es wirklich schon so spät? Stimmt. Die herrlichen Damen treten noch das ganze Jahr mit der aktuellen Show auf. Und zwar mittlerweile international. Heute ist nicht alle Tage. Wir kommen wieder. Keine Frage. Da sind sie jetzt, die herrlichen Damen. Ihr schaut wieder mal so fantastisch aus. Und danke für den Kaffee einmal. Wer und was stellt ihr heute da? Heute sind wir China Girls. Das ist auch eine Nummer aus unserer neuen aktuellen Show. Ja, die Zuschauer haben es gerade gesehen. Sehr schön, das hoffe ich doch sehr. Geht's euch gut? Uns geht's fantastisch, die Stimmung ist grandios, das Wetter ist ein Traum, was soll es Besseres geben? Wenn man so viel auf der Bühne steht wie ihr und so kreativ mit Kostümen umgeht, hat man eigentlich noch Lust, privat auch sich zu verwandeln? Ja, hin und wieder reizt es mich schon noch. Bei gewissen Events, wenn größere Events sind, gehe ich gerne noch auch im Kostüm ein bisschen aus. Also nicht rein nur professionell? Teils, teils. Also für mich ist es ein Büro, mein Job. Ich bin im Leben auch ganz gern mal als Mann unterwegs. Ja, das ist ja das Schöne. Diese wunderbaren, herrlichen Damen sind auch eigentlich schöne Männer. Vielleicht haben sie einmal das Glück und lernen sie als Mann kennen. Sei es wie es sei, ich sage nochmal danke für diesen Kaffee, in Wirklichkeit man muss ja ehrlich sein, die Zuschauer sind ja sehr sensible Wesen, so wie ihr. Das ist ein Eiskaffee, aber er schmeckt köstlich. Küss die Hand, eine Verehrung, bis bald. Bei uns gibt es jetzt wieder ein paar Bilder. So, zwischen Rathaus und Parlament, da ist die SPÖ vertreten und da werden Luftballons verteilt, aber ich kann gut pumpen, ist das ein Rechtschreibfehler? Ich kann gut pumpen, weil ich den ganzen Tag schon Luftballons aufpumpe mit der Gasflasche und den ganzen Vormittag Wasserbälle vor den Bädern in Wien. Also, keine Rechtschreibfehler, muss sie enttäuschen, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Einen schönen Abend noch. Ja? Okay, ja. Ciao. Ciao. Wenn die Paradeteilnehmer und die Fahrzeuge am Schwarzenbergplatz angekommen sind, dann ist es wie immer der Auftakt zu einer riesigen Freiluftparty, die mehrere Stunden dauert und der Beginn einer heißen Partynacht. Präsentiert wird die diesjährige Celebration vom äußerst charmanten Schauspieler und Musicaldarsteller Stefan Reil. Wir haben ihn in den letzten Wochen immer wieder begleitet und einen Film gestaltet, den wir Ihnen im Rahmen dieser Berichterstattung noch zeigen werden. Vorerst darf ich aber mit Stefan Reil jetzt noch Backstage reden. Stefan, du bist ein Profi, das weiß ich, aber trotzdem wirst du gleich vor 100.000 Menschen die Celebration moderieren, wirst uns begrüßen, ein bisschen nervös? Na, ein bisschen schon. Also ich habe mich gut vorbereitet, aber
wenn man die Menschenmassen da so sieht. Und es ist ja eine geile Stimmung hier.